Wenn heute noch irgendetwas von der QE-Methode geblieben ist, dann ist es dieses Sätzlein: Mir geht es mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Doch die QE-Methode ist weitaus mehr als eine simple Affirmation, so wie es heute gerne dargestellt wird. QE hat ganz genau gewusst, wie man diese Formel aussprechen soll, damit sie wirklich effektiv ist. Und so wie wir heute das oft lesen, man solle sich einfach vor dem Spiegel solche Sätze, solche Affirmationen einsprechen, das ist keine effektive und oftmals das Gegenteil bewirkende Methode. Denn was dabei vergessen wird, ist, wenn wir im vollkommenen Wachzustand sind, also wirklich in unserem Alltagsbewusstsein, dann wird jede Vorstellung, die wir uns suggerieren oder die uns erreicht, muss zuerst am kritischen Verstand vorbei. Am kleinen Wachhund, der hier oben sitzt. Und wenn diese Vorstellung, die wir suggerieren wollen, demjenigen widerspricht, was wir bisher über uns für wahr gehalten haben, dann wird sofort die Gegenvorstellung, also diejenige, die wir schon glauben, aktiviert. Und jeder Versuch, dann unsere neue Vorstellung uns einzutrichtern, führt nur dazu, dass die bestehende Vorstellung über uns selber, zum Beispiel ich bin ein Versager, noch verstärkt wird. Also je mehr wir versuchen, im Wachbewusstsein eine neue Vorstellung einzuprügeln, mit Anstrengung uns irgendwie einzutrichtern, desto mehr bestärken wir dasjenige, was wir bereits glauben und was wir eigentlich nicht mehr wünschen. Das ist das sogenannte QE-Gesetz. Das heißt, wenn ich etwas erreichen will, wovon ich aber glaube, dass ich es nicht kann oder dass ich es nicht bin, dann führt jede Anstrengung des Willens nur dazu, dass ich noch mehr glaube, dass ich es nicht kann oder es nicht bin. Also wenn ich, je mehr ich mir einzutrichtern versuche mit Anstrengung, mit Konzentration, mit Wille, dass ich erfolgreich bin, desto mehr bestärke ich die bestehende Vorstellung von zum Beispiel, ich bin ein Versager. Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass wir die QE-Formel auf die Art und Weise sprechen und anwenden, wie sie QE auch wirklich gelehrt hat. Denn diese Art und Weise, wie er sie gelehrt hat, führt in eine geistige Entspannung, wo wir eben keine Willensanstrengung hervorbringen und auch keine Gegenvorstellung dadurch hervorrufen. Denn das ist dasjenige, was wir auf Biegen und Brechen verhindern wollen oder sollen bei der Autosuggestion, dass wir unseren Willen dabei anstrengen. Willensanstrengung bedeutet immer die Bestärkung der bestehenden Vorstellung, also desjenigen, was wir nicht mehr wünschen. Deshalb ist es das A und O der bewussten Autosuggestion nach QE, dass wir diese Willensanstrengung ausschalten und uns entspannen. Und das tun wir wie folgt. Und jetzt kommt die originale QE-Anleitung, wie man die QE-Formel wirklich spricht. Dieses einzelne Sätzlein. Morgens und abends, unmittelbar nach dem Aufwachen, also das Erste, was wir am Morgen tun, noch bevor wir aufstehen, und das Letzte, was wir vor dem Einschlafen tun, ist, dass wir uns 20 Mal halblaut oder flüsternd, beides geht, aber wir müssen es aussprechen laut QE, dieses Sätzlein, mir geht es mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser, auszusprechen. Also wir flüstern uns diese Suggestion 20 Mal zu. 20 Mal, das ist nicht eine magische Zahl oder so, sondern einfach eine runde Zahl. QE war sich bewusst, dass es egal ist, ob wir jetzt 15 Mal oder 30 Mal diese Formel sprechen, aber 20 Mal ist eine runde Zahl und nimmt etwa 5 bis 10 Minuten in Anspruch, je nachdem, wie langsam wir die Formel sprechen. Damit wir uns nicht anstrengen müssen zu zählen, wie viele Wiederholungen wir bereits gemacht haben, hat QE empfohlen, dass wir uns eine Abzählhilfe bereitlegen, morgens und abends. Das kann eine Schnur mit 20 Knöpfen drin sein, das kann aber auch eine Kette mit 20 Perlen oder ein Rosenkranz mit 20 so Holzperlen dran sein. Das führt dazu, dass wir nicht zählen müssen, wenn wir die Autosuggestion sprechen. Dass wir also nicht in die Situation kommen, wo wir uns anstrengen müssen, konzentrieren müssen und uns fragen, bin ich jetzt beim 14., 15. oder 16. Mal. Wir beginnen dann einfach mit der ersten Wiederholung, beim ersten Knopf, geben immer eins weiter, bis die Kette fertig ist. Bis wir die Suggestion 20 Mal gesprochen haben. Das ist der erste Schritt, um eigentlich Willensanstrengung auszuschalten, dass wir eben uns nicht auf das Zählen konzentrieren müssen. Der zweite Schritt, und das ist
der ist genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist, dass wir diesen Satz, mir geht es mit jedem Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser, oder in meiner Form, die ich im Buch erwähnt habe, Tag für Tag, auf jede Art geht es mir besser und besser, dass wir diesen Satz, und jetzt kommt's, monoton, teilnahmslos, wie eine Litanei in der Kirche vor uns hin murmeln, vor uns hin flüstern, ohne dass wir uns bewusst auf die Worte richten oder darauf konzentrieren, was wir aussprechen. Und das tun wir langsam und monoton. Das hört sich dann etwa so an. Wenn ich diese Formel Tag für Tag auf jede Art geht es mir besser und besser spreche, was ich morgens und abends jetzt seit über einem halben Jahr tue, dann hört sich das bei mir so an. Tag für Tag, auf jede Art geht es mir besser und besser. Ich spreche das also extrem langsam aus, extrem monoton, extrem teilnahmslos. Was hat das für einen Effekt? Der Effekt davon ist, dass wir uns entspannen. Alle monotonen Tätigkeiten, die wir tun, entspannen uns. So ist unser Geist, unsere Psyche einfach gestrickt, dass wir uns entspannen bei monotonen Tätigkeiten. Das passiert einerseits und zum anderen passiert, dass es unserem bewussten Verstand gewissermaßen schlichtweg zu blöde ist, einer solchen langsamen Formulierung zu folgen, sodass er sehr schnell abschweift. Und das ist völlig in Ordnung und sehr willkommen sogar. Dass unser Geist also abschweift, an ganz andere Dinge denkt, an irgendwelchen Sachen rumstudiert oder Tagträume, aber gleichzeitig sprechen wir monoton und langsam einfach diese Formel 20 Mal aus. Das führt dazu, dass wirklich absolut keine Willensanstrengung erforderlich ist. Wir sprechen dann wie ein kleines Tonbandgerät hier bei unseren Lippen, sprechen wir die Formel aus, die über unsere Ohren dann das Unterbewusstsein erreicht. Und weil es so langsam ist, so monoton, denkt der Verstand an etwas ganz anderes und der kleine Wachhund ist beschäftigt. Der kann also gar nicht Bezug nehmen auf die Suggestion, die wir setzen und auch keine Gegenvorstellung hervorbringen, weil er abgelenkt ist. Und das ist eigentlich schon der ganze Clou der Cue-Formel. Wir müssen uns also, und das wiederhole ich, nicht bewusst auf dasjenige richten, was wir sagen. Wir müssen uns nicht darauf konzentrieren und wir müssen die Worte nicht bewusst wahrnehmen. Wir dürfen abschweifen, wir dürfen auch hängen bleiben auf den Worten. Alles ist erlaubt. Hauptsache, wir strengen uns nicht dabei an. Denn wenn wir uns jedes Mal beim Abschweifen zurückbringen wollen auf die Formel, die wir sprechen, dann führt das wiederum zu Willensanstrengung, zu Konzentration. Und das wollen wir hier komplett eliminieren, indem wir eben 20 Mal abzählen, ohne es zählen zu müssen, und die Formel monoton, teilnahmslos, wie eine Litanei vor uns her murmeln. Das kann halblaut sein oder es kann flüsternd sein. Ich mache es flüsternd und wenn du die Frage hast, kann man es auch nur denken, dann muss ich sagen, das ist nicht, wie Cue es empfohlen hat. Wenn wir nämlich die Formel denken, dann haben wir dieses Prinzip nicht, dass wir es aussprechen und gleichzeitig mit dem Geist abschweifen dürfen, sondern dann führt es dazu, dass wir uns auf die Gedanken konzentrieren, was wiederum eine Willensanstrengung sein kann. Und das versuchen wir auszuschalten. Also die Original-Cue-Formel ist gesprochen, wirklich mit den Lippen, geflüstert oder halblaut. Und das tun wir eben 20 Mal auf diese langsame, monotone Art und Weise, wo wir abschweifen und uns komplett entspannen können, ohne dass wir uns überhaupt bewusst entspannen müssen. Also die ganze Mechanik dieser Methode besteht darin, dass sie uns entspannt von selber. Denn Cue wusste, wenn er seinen Leuten oder seinen Klienten, die ja sehr zahlreich zu ihm kamen, empfahl, dass sie die Formel, dass sie sich zuerst entspannen sollen, dann wurde genau das Gegenteil erreicht. Je mehr wir uns entspannen wollen, desto mehr verspannen wir uns. Deshalb hat er eigentlich diese Methode entwickelt, die uns automatisch in einen entspannten, willensanstrengungslosen Zustand bringt. Man könnte es auch eine kleine Trance nennen oder ein Dämmerzustand.
Das passiert bei der QE-Formel. Und ich würde dir empfehlen, diese Formel wirklich anzuwenden, damit zu beginnen, jeden Morgen und jeden Abend. Es ist ein wunderschönes Ritual, das bis jetzt noch niemand, dem ich das beigebracht habe, auch ich selber nicht, niemand wollte mehr damit aufhören, weil mit dieser Kette oder mit dieser Schnur, es ist so ein schönes Ritual und man weiß immer, man tut etwas für sich. Man weiß, das gehört jetzt einfach zu meinem Tagesverlauf dazu, wie das Ankleiden oder Auskleiden am Morgen gehört jetzt diese Formel zu meinem Tagesablauf dazu. Man tut sich damit unglaublich viel Gutes und zwar in allen Bereichen des Lebens, in jeder Hinsicht, auf jede Art. Deshalb würde ich dir sehr ans Herz legen, jetzt mit dieser originalen QE-Formel anzufangen und die eigentlich bis zu deinem letzten Lebenstag durchzuziehen. Denn wie QE es so schön bezeichnet hat, jede Anwendung dieser Formel kann man mit einem verhinderten Beinbruch vergleichen. Eine ganz schöne Metapher, ein schöner Vergleich, weil sie wirkt präventiv, sie wirkt heilend, sie wirkt Selbstvertrauen stärkend, sie wirkt erfolgsstärkend, in jeder Hinsicht halt. Deshalb fang damit noch heute an, dann gehörst du zu den Machern, nicht nur zu den Hörern, wie Kevin und ich das immer gerne sagen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, Freude und Einsicht mit der QE-Formel. Gebt uns doch ein Däumchen hier. Viel Spaß mit den anderen Videos und man sieht sich sehr, sehr bald. Tschüss!